Essip, das waren 5, Alexis, Berthold, Erik, Johann und Maximilian. Und bei ihrem Thema geht es nicht ganz so um den Hype KI, worüber alle irgendwie seit grob einem Jahr sprechen, aber auch um was sehr Nützliches, nämlich irgendwas mit Heimautomatisierung. Und was es da genau mit auf sich hat, das erzählen sie euch am besten selbst. Kommt doch bitte nach vorne. Unser Projekt war ASSIP, ein besonderes Smart Home. Unsere Idee war, ein intelligentes Smart Home zu machen. Es empfiehlt, je nach Wetter verschiedene Sachen anzuziehen oder mitzunehmen, schaltet automatisch das Licht aus oder ein und fährt automatisch die Rollläden hoch und runter und lernt deine täglichen Routinen. Ja. Also kommen wir zu dem Reminder, da steht also Regenschirm or not. Also über eine öffentliche Wetter-API kann ASSIP Wetterdaten abrufen. Je nach Wetter empfiehlt es dann halt, welche Sachen mitzunehmen, also ob es jetzt ein Regenschirm ist, die Sonnenbrille. Und das Wetter kann durch Python halt abgerufen werden. Es gibt dann auch richtige Bilder davon, wie das Wetter aussieht und was halt für Temperaturen da sind und so, ja. Noch ein Teil von unserem ASSIP-Projekt ist hier ein automatischer Lichtsensor. Der wird an einer Wand montiert und dann kann er durch einen Ultraschallsensor merken, ob jemand in den Raum beigetreten ist. Und dann kann er hinten mit dem Motor, im Raum das Licht angeschaltet. Wir planen in der Zukunft, dass natürlich mit Bluetooth dann noch. Dann planen wir halt in Zukunft, dass er dann halt noch ins Internet oder so zu verbinden, dann halt noch auf KI und so greifen kann. Ich weiß nicht. Ja, okay. Also ich zeige jetzt euch kurz, wie das funktioniert. Der Ultraschallsensor funktioniert noch nicht, aber wir können es noch manuell steuern. Würde man hier auf den. Okay. Wenn man den Motor hier halt am Lichtschalter montiert, kann er dann das Licht automatisch, wenn möglich automatisch in Zukunft an- und ausschalten. Max, kann ich das wahrscheinlich gleich mal zeigen. Warum geht das gerade nicht an? Funktioniert noch nicht. Vorführeffekt. Vielleicht kann man das sehen hier, dass der Motor sich dann dreht und das Licht demnach an- und ausschalten kann. Und momentan muss das noch über einen Knopf geregelt werden und in Zukunft soll das dann auch über den Ultraschallsensor funktionieren. Also so sieht unsere Website aus. Hier sieht man das Wetter. Hier bei Rollläden und Lichteinstellungen könnte man dann über das Handy oder über einen Laptop quasi die Lichtschalter und die Rollläden kontrollieren. Hier sind Reminder und hier ist eine spezielle Fraktion dafür. Da werden dann Sachen angezeigt. Hallo? Okay.
Da werden dann Sachen angezeigt, die man nach Wetterlage und so mitnehmen sollte. Zum Beispiel, wenn es regnet, dann steht da Regenjacke und Regenschirm mitnehmen. Wie man hier sieht. Also Pläne. In Zukunft soll das Programm dann, wie man vielleicht sehen konnte, auch die Rollläden steuern können, dass du dann, dass dann je nachdem, ob halt viel Sonne da ist oder so, vielleicht die Rollläden runtergemacht werden oder sonst. Wir wollen auch eine KI einbauen, die dann vielleicht automatisch an deinen Gewohnheiten noch andere Sachen einstellt, die vielleicht dann praktisch sind. Und wir wollen vielleicht auch noch eine mobile App dafür entwickeln, dass du das noch, dass du das noch leichter ansteuern kannst und so. Und ja. Welche Technologien wir benutzt haben, also erstmal für die IPE haben wir openweathermap.org benutzt, dann hatten wir noch Python, HTML, CSS, ein Raspberry Pico benutzt. Python haben wir für die Wetterdaten und das Raspberry Pi Pico für den Lichtschaltermotor. HTML und CSS haben wir für die Website benutzt und den Raspberry Pico, wie gesagt, für den Lichtschalter, genau. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat und vielleicht können Sie es in Zukunft ja selber mal ausprobieren. Und einen großen Dank an die Mentoren und alle Leiter, die das hier organisiert haben. Ganz lieben Dank an das Team von ESSIP und ihrer Heimautomatisierungsideen. Dankeschön.